Ja, serviert ist bei der Taurus, willkommen aus meiner Küche. Ja, es geht mal wieder um Kochen. Was koche ich heute? Eigentlich gar nichts. Es geht mal wieder um Bratwürste. Diese 10er Regelwürste mittlerweile 4,84 Euro, die mir was teuer von Aldi. Habe ich jetzt schon in vielen meiner Gerichte verwandt. Nun wollte ich mir was anderes einfallen lassen, beziehungsweise ich habe es privat schon mal ohne Kamera ein paar Mal ausgetestet. Ist Bratwurst aus dem Backofen. Das ist natürlich ein Widerspruch an sich, ein schönes Oxymoron. Aber dennoch wollte ich euch das mal vorstellen, weil ich finde, das schmeckt echt richtig gut. Und vor allem mal anders als eine normale Bratwurst aus der Bratpfanne. Und das ist mal nicht so fettig. Ja, darum wollte ich euch das mal vorstellen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video. So, ich habe jetzt hier mein Backblech. Da. Kamera fürs Gerät. Tja, ein Kilo Bratwurst von Aldi. Ich entnehme erstmal 4. Wie ihr hören könnt, habe ich den Backofen schon angestellt. Sind leicht vorwärmend. Erstmal nur auf 100 Grad. Wenn die Bratwürste gleich im Ofen sind, auf 200 Grad. Wichtig ist, dass die Bratwürste mit Abstand zueinander liegen, weil die natürlich noch ausdehnen im Ofen. So, hier sind die Bratwürste im Backofen. Ich habe mir auf 220, 230 Grad eingestellt. Umluft dürfte das sein. Wäre natürlich aus ökologischer Hinsicht sinnvoller, wenn man schon einen Backofen anschaltet, dass man da irgendwie Pommes oder Kroketten oder Gemüse oder Tralala mit reingibt, ja, hat man auch gleichzeitig noch eine Beilage und hat den gleichen Strom zu bezahlen und muss da der gleiche Strom produziert werden. Aber ich habe jetzt keinen Appetit auf Pommes oder Kroketten. Ja, nur die Bratwürste so reichen für mich auch. Jetzt muss ich noch irgendwie das Video in die Länge ziehen, weil das ja doch ein bisschen kurz wird. Ja. Ja, ich habe gestern nochmal den Tauchkreissäge getestet. Für mich gestern, für euch wahrscheinlich ein bisschen länger her. Nee, das Video habe ich gestern hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich werde dir die Tage nochmal ein Schweißgerät vorstellen. Ich werde die Tage nochmal was bauen, beziehungsweise was umbauen. Ja, habe also noch ein paar einige handwerkliche Videos im Angebot, die ihr euch gerne mal angucken könnt, weil die handwerklichen Videos gucken am wenigsten Leute auf meinem Kanal, sind aber auch die Videos, die am meisten Zeit in der Herstellung brauchen, am meisten Geld kosten und am meisten Zeit im Chat kosten. Von daher könnt ihr da ja gerne mal reinkommen und natürlich ein Like, Abo und Tralala da lassen. Ja, ich wasche das eben schnell ab, lasse die Bratwürste im Backofen. Ich schätze mal, die müssen so 20, 25 Minuten drinnen bleiben. Mal gucken, vielleicht auch ein bisschen länger. Ja, ich melde mich dann gleich wieder. Hier haben wir eine Bratwurst aus dem Backofen. Schön gleichmäßig gebräunt. Hier natürlich aufgeplatzt. Hier natürlich aufgeplatzt. Schön kross ist sie allemal. Das tue ich dir selbst. Extra umgeschnitten. Schmeckt toll. Man hat halt schöne Rostaromen. Zumindest schmeckt das schön angebraten. Und da geht die Gewürze von der Bratwurst kommen so viel besser raus. Ja, ich bedanke mich, dass ihr es eingeschaltet habt. Schmeckt gut, müsst ihr irgendwie mal nachmachen. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Tschüss, ciao, euer Roman.